Eigentlich, ja eigentlich, Freunde, wollte ich ein kurzes Video machen mit unserem täglich Verbot, gib uns heute über den Januar 2021. Grüße Sie und grüße euch. Eigentlich ist daraus nichts geworden, weil ich bin ein Mensch, der muss immer alles hinterfragen und ich möchte es auch verstehen. Und so möchte ich auch Modellberechnungen verstehen. Warum berechnet denn zum Beispiel das NOAA einen relativ milden Januar? Es ist kein rekordmilder Januar, aber eben 1 bis 2 Grad zu warm bei uns und in Osteuropa noch viel wärmer. Das schauen wir uns gleich an. Und wir gehen der Frage nach. Es ist momentan eine Aufnahme, eine Momentaufnahme wieder des CFS-Modells. Das hatten wir schon öfter in den verbotenen Videos und in unserem täglich Verbot gibt uns heute. Und die momentane Aufnahme sieht so aus, dass wir das milde Tief auf dem Atlantik haben, das kalte Hoch über dem Kontinent und zusätzlich noch ein kaltes Hoch über Grönland. Warum zeichne ich das extra ein? Das ist deshalb besonders wichtig, weil dieses Hoch zusammen mit der Kaltluft drückt das Tief auf dem Atlantik weiter nach Süden. Das heißt, wenn wir das Tief nur bei Island hätten, dann hätten wir ganz, ganz sicher eine immer wieder sich generierende Westlage oder Südwestlage durch dieses starke Tief. Da hätte dann das Hoch hier im Osten keine Chance. Wenn allerdings dieses Tief ein bisschen weiter westlich und vor allen Dingen südlich liegt, dann wabert das so hin und her, wie das bounced. Mal geht es nach oben, dann kommt milde Luft, mal geht es nach unten, dann setzt sich die kalte Luft durch, die von Osteuropa kommt und auf der anderen Seite von Südwesten vom Atlantik die sehr milde Luft. Und das haben wir ja schon immer wieder in den Videos berechnet und gesehen, dass mal das System vorne dran ist, dann mal wieder das System, mal gibt es eine Pattlage und in dem Fall haben wir wieder diese Pattlage und die wird relativ wahrscheinlich sein. Hier haben wir im Nordosten eben die kalte Luft, im Südwesten die milde Luft. Wir liegen genau dazwischen und ich bleibe dabei, das ist eine sehr wahrscheinliche Lage. Und wenn wir noch ein bisschen rumspielen, das ist allerdings wirklich nur Spielerei, und nehmen die Niederschläge, dann sehen wir hier im Norden ist es überall zu trocken, im Südwesten teils deutlich zu nass. Das deutet auch darauf hin und unterstützt das Ganze, dass dieses atlantische Gedöns immer wieder hier rankommt und Regen bzw. Schnee bringt und im Norden hat dann eher die kalte und trockene Luft das Sagen. Jetzt gehen wir mal zum NOAA-Modell und schauen uns die aktuelle Berechnung an. Es ist ja nicht das NOAA-Modell, sondern von der amerikanischen Wetterbehörde NOAA die Modellberechnung des Langfristteils hier und da wird momentan der Januar eben 1 bis 2 Grad zu warm berechnet. Das ist jetzt nicht dramatisch viel. Da kann es genauso gut einen unglaublichen schneereichen Winter im höheren Flachland und in den Bergen geben. Auffällig ist hier die Wärmeblase über dem Baltikum und wenn wir da Richtung Grönland schauen, da ist es auch relativ kalt. Und wenn wir die Niederschläge anschauen, ganz klar, das ist eine Westdrift. Der trockene Mittelmeerraum und der Rest ist nass und vor allen Dingen immer am Westrand der Meere und der Gebirge, da ist es richtig nass. Spricht also für eine Westdrift, mit der sehr milde Luft herangeführt wird. In der Höhe allerdings in den Bergen wäre das Ganze schneereich. Das ist übrigens genau das Gegenteil, was wir eben im CFS-Lauf gesehen haben. Da war es hier trocken und da eben nass. Warum berechnet das NOAA-Modell das? Warum, 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 warum? Wir haben momentan eine sehr starke, hochdruckgeprägte Aussicht auf den November. Und da bin ich mal rangegangen und habe geschaut, die November, auch in meinem Buch, das übrigens Ende Januar dann wahrscheinlich rauskommen wird, stark hochgeprägte Januarlagen bringen im Umfeld von warmen Zeiten milde Westwind, Hochwinter. Und da hat sich das NOAA gedacht, ja, dann machen wir halt eine Westdrift. Allerdings, wenn wir im Umfeld von kalten Lagen sind oder Kaltphasen, dann gibt es eisige Hochwinter und das schauen wir uns jetzt mal an. Ein Beispiel. 1993. Der November gehört mit zu den kältesten der vergangenen Jahrzehnte, hatte eine ganz, ganz, ganz starke hochdruckgeprägte Nordostlage. Da gab es auch Winterwetter über Deutschland und der milde Atlantik kam nicht in Schuss. 2 Monate später, im Januar, hatten wir eine satte Westlage. Es war viel zu mild und windig und erst der Februar wurde dann ein bisschen kälter und hatte winterliche Allüren. Allerdings war das ein totaler Mildwinter. Also, NOAA hat hiermit recht.
Das nächste Jahr, 2011, ihr erinnert euch vielleicht, dieser Rekord-November mit extremer Trockenheit, wo wir sogar die Bäume und den Garten gießen draußen mussten. Eine ähnliche Wetterlage wie derzeit. Hier vor den Toren Europas geht die Luft weit nach Süden, auf der anderen Seite in der Höhe zumindest milde Luft nach Norden und viel, viel Hochdruck über uns und östlich von uns. Und dann kam im Januar die satte Westlage, die ja Ende Januar dann auch noch Sturm bzw. Orkan brachte. Nur die Umkehr der Witterung im Februar, wo wir diese eiskalte Nordostlage für 2 Wochen hatten. Da steckt also schon so ein bisschen ein Rappeln drin. Und man muss auch dazu sagen, 2011 lag jetzt nicht im Umfeld einer extrem warmen Zeit, sondern es war ein warmes Jahr im Umfeld einer relativ kalten Zeit. Also da wurde gerappelt. Jetzt gehen wir aber mal in typische Kaltjahre. 1939, da ging es los mit dem Wechsel von den sehr milden oder warmen Jahren, die wir davor hatten, auf die kalten Kriegswinter. Auch hier wieder dieses stark ausgeprägte Hoch Anfang November mit in der Höhe einer südlichen Lage. Und eine typische Wetterlage von Januar 1940 mit dieser eiskalten Nordostlage und den mit kältestmöglichen Luftmassen, die Richtung Mitteleuropa gezogen waren. 1962. Eine ähnliche Lage. Auch wieder dieser riesige Hochdruckblock über dem Kontinent. Eine warme Südströmung in der Höhe, die sich bis unten nicht ganz durchsetzen konnte. Und dieser Winter ist ebenfalls Geschichte. Er war der zweitkälteste seit Aufzeichnungsbeginn. Und da habe ich Januar 1940 hingeschrieben, muss Januar 63 natürlich heißen. Da gab es eine eiskalte Nordostlage. Da stehen sich also jetzt zwei gegenüber. Einmal gibt es nach einem solchen November eine Westlage, einmal eine Ostlage. Ja, und wo befinden wir uns in diesem Jahr? Gehen wir mal die Läufe des CFS aktuell durch. Da habe ich jetzt diese Lagen gesucht, die eventuell für dieses Muster in Frage kommen könnten und wurde hier am 28. Januar von Lauf 1 fündig mit einem kräftigen Hoch nördlich von uns. Es ist hier ein bisschen anders abgebildet, aber es ist eine fast identische Lage mit einem Tief dann über dem Mittelmeerraum, einer eiskalten Nordostströmung oder Ostströmung, mit der eben die Polarluft herangeführt wird. Auf der anderen Seite auf dem Atlantik sehen wir auch wieder die beiden Gegenspieler. Hoch, tief, milde Luft und das Hoch über Grönland. Das, was wir gemittelt gesehen haben, ist auch wieder da, diese Konstellation. Lauf 2, das Hoch über Grönland, die Tiefs mit der milden Luft, hier hoch und tief mit der kalten Luft über uns und entsprechend dann auch sehr niedrigen Temperaturen und winterlichen Temperaturen. Ich muss allerdings dazu sagen, alle Läufe, Lauf 1, 2, 3 und 4, brachten gleichermaßen die Erkenntnis, dass diese Wetterlagen nie Bestand haben, weder die Westlagen noch die kalten Nordostlagen, sondern ständig hin und her wechseln. Das könnte damit zusammenhängen, auch dass wir uns in einer Übergangsphase befinden, weg von den sehr milden und warmen Jahren bisher hin zu möglicherweise kälteren Jahren in der Zukunft. Und das ist dann so ein Übergangsrappeln. Lauf 3, sauspannend. Hier Ende Dezember, kräftiges Tief im Norden, eine wahnsinnig satte Westdrift mit der milde Luft samt Sturm herangeführt wird und natürlich Regen. Könnte man sagen, haha, da hat das Noah wieder recht. Zwei Wochen später. Sieht so aus. Hoch hier, tief im Süden und wir haben eine satte Ostlage. Auf dem Atlantik wieder die milden Gesellen. Aber hiermit kämen die sehr kalte Luft herangezogen und es wäre eben tief winterlich. Aber auch nur wieder für ein paar Tage, ehe dann wieder die Westdrift kommt. Und Lauf 4 macht es genauso mit einer Tiefdruckserie vom Atlantik hier am 7. Januar beispielsweise mit sehr milder Luft. Da würde das Noah wieder sagen, ich hatte recht, wir haben hier eben Regenwetter, viel zu mild, föhnig in den Bergen, Tauwetter bis weit rauf. Freunde, eine Woche später sähe es mit dem Lauf so aus, da haben wir wieder dieses kalte Hoch, das kalte Tief mit der eiskalten Nordostlage und richtig satter Polarluft und scharfem Dauerfrost, teils auch mit Schnee. Es geht also immer wieder hin und her. Ich muss noch etwas dazu sagen zum NOAA-Modell oder allgemein zu Langfristmodellen, wenn die Monate berechnen. Sie haben im Juli und im Juni, teils auch noch im August und im November, Dezember und Januar relativ große Probleme. Im Winter, warum ist das so? Wenn zum Beispiel das Modell sagt, wir haben ein Hoch mit milder Luft, dann sagt es meinetwegen, am Boden gibt es 5 Grad plus.
Durch eine Inversion gibt es aber meinetwegen 0 Grad oder minus 5 Grad sogar. Das können die Modelle immer noch nicht so berechnen mit der Inversion. Also wird da irgendwas gemittelt. Wenn man zum Beispiel jetzt von der aktuellen NOAA-Berechnung 1 bis 2 Grad abzieht und das im Hinterkopf behält, dass hier Inversionswetterlagen falsch berechnet werden, es aber ein ständiges Hin- und Hergerappel gibt, müssten wir sagen, Pi mal Daumen wird nach NOAA der Januar eher durchschnittlich bis maximal minimal überdurchschnittlich ausfallen. Also haben wir damit wieder einen typisch durchschnittlichen Winter, wo es Phasen gibt mit sehr kalter Luft, dann wieder West- und Südwestlagen mit Tauwetter bis weit rauf und dann kommt wieder ein Wintereinbruch. Und danach sieht es eben momentan aus.